Mal gucken, wie das sich halt spielen lässt. Juckt ja eh nicht, diese Welle. Oh, ich habe Inform gezogen. Was ist das denn, Opend, ne? Doch, Opender, Junge. Der. Das Best of Team Freak ist auch. Also man hätte es so viel besser machen können, ne, in so vielen Bereichen. Selbst das Best of Team Freak ist nur im Papier drin und selbst den habe ich ja schon als Player of the Month. Das ist nicht mal interessant für mich zu öffnen. Man hätte jetzt zum Beispiel, ich sag euch, wie man das gut machen könnte, okay, Chat? Es wurde ja geleakt. Es gibt ja Teams, die Season Live-Karten, die werden kommen. Zum Beispiel Doku wurde anscheinend geleakt. Hätten die schon diese Woche als ein paar SBC bringen können. Zum Beispiel Doku hätten die bringen können, als Team Season Live-Karte schon mal hier als SBC. Was bringen die so eine alte, langweilige Sambotta-Karte, die eh keinen juckt? Wen juckt diese Sambotta-Karte? Noch wahrscheinlich überteuert, ne? Ich habe nicht mal geguckt den Preis, ja, noch überteuert. Juckt niemanden. Die hätten dann von den ganzen vorigen Events die besten Spieler reintun können. Zum Beispiel hätten die ein paar geile Toti-Karten, 1, 2, 3 Toti-Karten reinbringen können. Jetzt schon mal. R9 von mir aus den Toti rein. Ja, so, weil die sind eh zu trotz nicht mehr. Die werden eh nicht mehr gut sein. Ja, sowas. Da hätte man wieder Bock, so ein bisschen mehr zu machen, auch die Packs zu öffnen. So, jetzt werdet ihr hier jetzt seine Packs jetzt sparen. Wozu soll man jetzt die Packs öffnen? So Best of Team of the League, wo der beste Mbappé ist. Und der ist nicht mal der beste. Weil den habe ich ja auch eh den Player of the Month. Der ist nicht mal, den würde ich nicht mal spielen. Und der Rest ist alles Futter. Das ist so terrible, Mann. Also, das ist wirklich killing. Einfach selber gekillt, das Spiel. Ist das gestört. Selbst ich, mir fällt das gerade easy an. Bring einfach R9 Base. Bring R9 Base. Und die Leute würden wenigstens diese Woche cryen. Bring einfach hier R9 Base für fucking 3,5 Millionen von mir aus. Ein Futter oder 3 Millionen. Bring R9 Base. Was ist das Problem? Bring einfach R9 Base. Der ist eh nicht mehr so gut, wenn Tots draußen ist. What's the problem, man? Man könnte so gut das überbrücken. Guck mal, ich habe das jetzt einfach so rausgefreestylt. Da sind Leute, die arbeiten da wochenlang für so einen Content und kriegen das nicht hin. Und das Gute ist, es ist auch gut für EA, weil alle werden ihre Packs öffnen, um zum Beispiel die ganzen Best-of zu ziehen. Ob es jetzt von mir aus, keine Ahnung, nenn mir mal Kachaui Toti ist drin, nenn mir mal Theo Nannis Toti ist drin. Ja, muss ja nicht die Besten, muss ja kein MPP reintun. Aber machen wir so ein paar Dings, dann machst du hier von den anderen Event die ein, zwei Besten rein, da die von den Event die ein, zwei Besten rein. Ja, da sind Karten, die spielst du wahrscheinlich eh nicht mit so Tots, aber ey, okay, immerhin. Ja, da hast du ein paar, so 20, 30 Spieler, so vom Best-of, plus von mir aus die Best-of Team of the Week und das aktuelle Team of the Week, plus du machst hier Live-Karten, Team of Season Live-Karten, wenn ja kommen. Ja, das ja, wurde jetzt geleakt, dass es so in die Richtung geht. Bring da schon mal ein, zwei Spieler rein, zum Beispiel Doku bring doch jetzt schon mal raus. Und ein R9 zum Beispiel. Und bam, hast du eine Woche, wo Leute trotzdem sagen, ey, ich hab Bock. Ich hab Bock, okay, den R9 werde ich diese Woche grinden. Scheiß auf Tots. Ich werde meine Pets dann heute schon öffnen. Wir haben ein geiles Best-of. Wir haben R9 zum grinden. Und dann sind das meist eigentlich eh schon Karten. Nächste Woche mit Tots kommen eh nicht mehr so krasse Karten. I don't get it, man. Es ist so easy, so einen Content zu machen. Und ich krieg das sogar jetzt einfach aus in einer Minute Freestyle habe ich gefühlt besseren Content rausgehauen als. Weißt du, was ich meine? It make no fucking sense. Das ist ihr einziges Glück, warum die überhaupt da am Leben halt. Oh, wieder ein Inform. Aber Inform Packrate ist gar nicht mal so schlecht, hab ich das Gefühl. Daibala? Den hab ich glaube sogar schon, oder? 89? Ne, hab ich nicht. Auch er kostet aber nur noch 25.000. Krass, Alter. Die Rivals Rewards will ich auch mitnehmen jetzt, Chat. Die mach ich zu Tots auf. Was soll ich jetzt öffnen, weißt du? Tja, guck mal, was für geile Packs, ne? Vielleicht mach ich noch die 35.000 Packs auf. Oder ich nehme die Münzen hier mit. Ich glaube, ich nehme sogar die Münzen mit, Chat. Ich nehme sogar die Münzen mit. Weil, scheiß drauf. Ich nehme sogar Dings, da habe ich sogar 45.000 Münzen, Alter. Bringt sogar 10-mal mehr eigentlich. Ich nehme sogar die Münzen mit diesmal. Scheiß auf 100.000 Pack. Ich mach die eh erst in 2 Wochen auf oder eine Woche, man, trotz des. Ich nehme die Münzen. Ist doch schlauer sogar. Okay, machen wir noch schnell den Pick. Letztes Mal nur Glück gehabt mit der guten Butcher. Jetzt haben wir noch Scoots gezogen. Vielleicht ziehen wir diesmal auch was. Mal schauen. Einfach mal rein. Wenn jetzt kommt was geil, wenn nicht, dann nicht. 1 von 4, glaube ich, ne? Ist das. Gönnen noch was Geiles. Lacazette ist noch was wert. Ich glaube, der ist nichts wert, ne? Lacazette. Nur Honey. Chiki Honey, bei dem aktuellen Markt sogar nicht mal so schlecht. Chiki Honey K. Alright, hey, geht. Ja, gut. Jetzt eh vorbei, Chat. Ich habe ihn bekommen. Okay, das war's, Chat. Pelé joint. Joint the PS4, klar. Alright, es ist entschieden, Chat. Ich habe gesagt, wenn ich einen guten Preis bekomme, das ist ein 100.000 Mark wert. We take it. Pelé ist da, Chat.
Okay, gehen wir rein, Chat. Ja, heute ein bisschen Nonsense ist. Vielleicht kriegen wir es noch hin, dass wir am Ende vielleicht noch hier diesen Icon-Pick öffnen. Wir müssen schon mal gucken, ob wir das heute hinbekommen. Wenn nicht, dann machen wir es nächstes Mal auf diesen Icon-Pick. Wir haben heute ja nicht viel zu tun. Nonsense, wie gesagt, hoffentlich nur diese Woche und nicht zwei Wochen. Wenn wir zwei Wochen Nonsense haben, dann, boah, dann wirklich sehr anstrengend die nächsten zwei Wochen für FIFA, weil ich finde, diese Woche ist schon anstrengend. Aber ey, wir probieren was aus. Wir nutzen die Chance vom Nonsense. Weil man kann eh nichts ziehen, ist egal, was du holst. Es gibt auch keine Spieler zu testen, außer einer Karte und ein paar Showdown-Karten. Wir nutzen die Chance und gehen zum ersten Mal auf diesen Account. Ja, ich habe auf dem zweiten Account, da habe ich ja mal, ich glaube, 3-4 WLs gespielt. Zweimal schon PS4 WL gespielt. Aber da hatte ich ein Schrottteam gehabt, ja, und habe ganz gegen krasse Teams gespielt. Wir nutzen die Chance und gehen jetzt mal mit diesem Account, wo ich die krassen Spieler habe, zum ersten Mal in die PS4 WL dann rein, auf diesen Account, wie gesagt. Das ist das Team. Ich weiß nicht, ob das beste Team ist. Ich habe nicht so viel Ahnung, was hier so alles so stark ist und was Meta ist. Ich weiß, dass hier eher die beweglichen Spieler, glaube ich, die Meta ist. Aber ich habe eher jetzt keine Ahnung von Taktik, wie man spielt. Außer ich weiß, dass dieser Arte-Shot noch geht. Nicht mehr so gut wie letztes Jahr, aber er geht noch. Also das ist schon mal gut zu wissen. Ansonsten, ja, das ist somit mein bestes Team. Vielleicht könnte man Davis spielen, aber da geht alles off-cam. Deswegen habe ich jetzt Roberto Carlos drin. Gucken wir mal, ob da Probleme gibt, sonst können wir ihn ja auswechseln. Wir haben hinten die zwei Maschinen. Cafu ist auf der 4 um einiges stärker als 5. Makelele ist drin. Wir haben den neuen Akata. Der ist als einziger neue Zugang hier am Start. Und ansonsten haben wir hier, ja, Mbappé ist auf beiden Versionen Crack. Adrian sollte funktionieren. Ich gebe Mika Tauze eine Chance, weil ja, auf der 5 ist er geistgestört beweglich. Müsste eigentlich auf der 4 auch dann noch beweglicher sein. Wenn nicht, haben wir João Felix auf der Bank, der wartet. Der sollte auch funktionieren, denke ich mal. Und dann haben wir heute uns noch, ja, Pelé gegönnt. Einfach so. Wen sonst auf der 4, ne? Da würde ich sagen, gehen wir rein, gucken wir mal, ob wir was machen können. Der Artist wurde auf der PS4 erschaffen. Der wurde auf der PS4 erschaffen. Vielleicht werdet ihr auch gleich sehen, warum. Okay, die ist schon mal nicht so schlecht. Und da ist die Lücke, mein Freund! Todibo, Maschine Todibo, ja, ja, das ist Todibo, das ist Todibo, Junge. Der Mika Tauze ist, glaube ich, nicht so, also ich weiß nicht, ob der so krass ist, aber auf der Dings, der bewegt sich nicht so geil, Mann, finde ich. Oh, I still got it, alles von der PS5 mitgenommen, I still got it. Das finde ich auch geiler, dass man direkt die Gegner sieht, okay. Der auch Nakata, McManaman, Sola, Drogba. Team an sich nicht krass, bin ich ehrlich. Jetzt habe ich ihn. No, João Felix verkackt. Gott. Der ist sogar noch laufen. Pelé, wichtig, Alter, wie lange der noch laufen gelassen hat. Auch mal finessen, Alter, mit Nakata, Junge! Das war schlecht gemacht von mir. Digga, was passt? Oh, also. Der Speedboost eigentlich. Ich kraft das immer noch nicht so genau. Man muss ja gucken hier. Digga, was geht hier ab, Alter? Okay, Mbappé, nice, nice shot, Bro. Absolut fucking nice shot. Ja, da geht, ja, jetzt habe ich den Speedboost hinbekommen. Jetzt habe ich den Speedboost hinbekommen. Da. What the fuck? Ich glaube, ich bin am Arsch, Chat. Ich glaube, ich bin am Arsch. Also, wenn ich gegen ihn gewinne und er kann ein bisschen was, dann kann ich, glaube ich, alles gewinnen. Aber ich glaube, der wird mich jetzt platt machen.
Digga! Digga! Mann! Ja, ich kann nicht schlagen. Ich muss nur die Tore machen. Und nicht solche Fehler. Und nicht solche Fehler. Mann! Was machst du morgen hier? Ach, Digga, ist wieder drin. Ja, das ist halt one simple shit Trick, Alter. Okay, jetzt muss er mal durchlaufen. Ja, GG's. Ja, noch was drin, zwei Tore. Ich hab noch 10 Minuten. Digga, ich wär so Müll, die Niederlage. Das war so eine Müllniederlage, Alter. Klar, ein bisschen fett, aber guck mal, was für zwei Mülltore ich kassiert hab. Aber er war echt nicht gut, also, ja. Okay, das ist der nächste Gegner. Das ist so random, ne? Da kommt so ein Gegner, dafür kriegst du Team of the Mbappé und Messi. Und weiß ich, was er noch hatte. Dann kriegst du jetzt so einen Gegner. Die manche verteidigen, Alter. Ja, die Finessen musst du mittiger machen, dann gehen die auch rein. Oh, das ist ein Tor gemacht, jetzt hab ich nicht mal hingeguckt, Digga. Ah, okay, aber trotzdem, ja, okay. Ja, okay. Okay, jetzt verstehe ich, okay. Warum habt ihr das mir nicht vorher gesagt, Chat? Warum habt ihr das mir nicht vorher gesagt mit Ernst-Dribbling? Hätte ich letztes Spiel gebraucht, Mann. Nice. Guck mal, wie du das bewegen kannst. Junge, hätte mir vorher sagen sollen. Guck mal, was das für ein Dribbling ist. Guck mal, der Gegner der kommt ja gar nicht drauf klar. Digga, what the fuck ist diese Nakata-Karte, Junge, auf der PS4-Dings? Hä, der macht ja jeden Finesse von da rein, wenn du grün triffst. What the fuck? Mirham, Lampard, ja, sieht jetzt nicht so krass aus, das Team. Das war das einzige Krasse eben halt. Ich wünschte, der wäre später gekommen, wenn ich ein bisschen eingespielter wäre, ey. Digga, was machst du da? Was ist der? What the fuck? Guck mal, wie du dich bewegen kannst. Das ist das Dribbling, das, wenn das auf PS5 gehen würde. Die Gegner ist halt auch nicht so gut, muss man sagen. Guck mal, wie der verteidigt, Digga. Die muss halt manuell verteidigen. Die kann keiner manuell verteidigen, gefühlt. Digga, Robert Carlos. Ohne Maschine, ey. Ja, genau den meinte ich. Ja, genau, Chat. Alter, warum haben die ihn so kompliziert gemacht? Genau den habe ich gemeint, Chat. Warte mal. Den wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte ihn eigentlich nicht so schießen. Ah, der könnte gefährlich sein, der Gegner. Das ist ein nice Team. Das ist ein richtig cooles Team. Ich sehe schon, wenn ich Haaland sehe, Bombaster weiß schon, wie er macht dieselbe Technik, wie die wir verloren haben. Jetzt guck mal, die spielen. Hä? Oh, was ein Ehrenmann, Alter. Ich sag euch, ich habe seit Wochen auf der PS5 keinen Sieg mehr bekommen. Er gönnt einfach. What the fuck? Das ist ein nice Team. Das ist ein fetten Körper und dieses Dribbling. Das ist halt nasty, ne? Guck mal, wie schnell du vorbeilaufen kannst. Das ist krank, Alter. Quittet der raus, oder was? Ne, er wechselt, glaube ich. Ne, der quittet einfach raus, krass. Ne, oder? Er hat die Rednersau vorne, ich glaub's nicht. Er hat die Rednersau vorne. Auf der PS4 noch. Ah, diese Bumpen, ah.
Fucking Rentner, so, mach mir ein Ding da rein. Ich glaub's nicht, Alter. Ich hab noch ausgelacht, ey. Digga. Nee, ich glaub's nicht. Ich glaub's einfach nicht, Digga. I cannot believe it. 2-0. Bitte jetzt, Bitte. Mein Gefühl, der kommt 50 Minutes. Mann, geht doch, Alter. Mann, warum ist so anstrengend? He knows it, man! Jetzt geht alles rein auf einmal. So stupid, man. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ist das Madrid? Das ist echt Madrid, ne? Oder bin ich blöd? Ich weiß gar nicht, ne? Haben die alle bei Madrid gespielt? Zeit Eier zu lecken. Zeit Eier zu lecken, Alter. Dafür habe ich einen Artischot mit einer Fünferkette. Oh mein Gott, Digga. Last Game für den Non-Tent WL. Ninja Goes. Danach kommt mein Fazit zur PS4. Also erstmal auf den Account PS4 WL gespielt, kommt mein Fazit. Leicht kleine, ganz kleine Teambewertung und Fazit zum PS4 Gameplay und WL. Okay, der kann, glaube ich, sogar spielen. Ja, der kann spielen, okay. Warte. Okay, der kann spielen auf Shit, man. Ja, Gegner ist nicht schlecht. Schwierig, Shit. Geiler Ball von Makelele auf Nakata, okay. Jawoll, Pelé, ich bin doch wieder zurück. Alter, ich weiß nicht, wie ich das gedreht habe, Chat. Ey, ohne Scheiß, ich dachte, ich verliere das Spiel. Mann, Mann, ey. Digga, ich schwör auf alles, Digga. Ich wähle ihn an und er zieht ihn irgendwie komisch. Du hast sogar richtig voll gemoved, Alter. Wie so ein Crackhead. Digga, was ist das für ein Spiel, Chat? Ist das krank gerade, ne? Das war früher für mich Schwitzen gewesen. Genau solche Spiele, Chat. Die vermisse ich, Alter, auf der PS5. Digga, willst du mich verarschen? Und dann kommt so ein Fehlpass. Ey, dann kommt so ein Fehlpass, den ich nicht gespielt hab, Mann! Nein. Ach, GG's, Digga. Ja, ich musste öffnen. Was soll ich machen? Alter, ich will, das hat mich so. Das fuckt mich so ab. Das war so ein gutes Spiel gewesen, dann so ein Scheiß-Tor. Tor macht alles kaputt, sag ich so. Das ist ein Stream-Sniper, Digga. Oder will er mich jetzt noch schwollen zum Schluss? Digga, what the fuck? Oder will er Elfmeter schießen? Ja, mal Elfmeter schießen. Aber wenn wir verlieren, ist mir eigentlich egal, Jungs. Es tut mir eigentlich sogar, wie soll ich sagen, das ist eigentlich, ich hätte eh verloren. Kann ja auch nichts dafür, wenn der Fehlpass zu ihnen fliegt. Nice, nice. Ah, ja, GG's. Ach, scheiß drauf. Kann ich mich auch nicht viel mehr beschweren. Man kann ihn ja akzeptieren, weil er hat gut gespielt. So. Das ist ja nicht, er hat nicht mit Scheiße gewonnen halt. Der war gut gewesen. Ja, mach das extra, Chat. Der will mir echt geben, Digga. Der macht das extra. Ja, guck mal, er guckt sogar extra nach rechts. Digga, was ist das denn für ein Ehrenmann, Alter? What the fuck? Einfach ein Kölner, Junge. Der will mir das geben, den Sieg. Guck mal, what the fuck?
Digga, ich habe sowas noch nie, Digga, PS4 heute geistgestört, sowas habe ich noch nie gesehen, ne? Einer, der mir schenkt jetzt, zumal schwitzen die bis zum Leben, spielen Fünferkette. Plus, einer hat mir 0-0, bei 1-0 geschenkt, also der hat mir geschenkt, der dann noch so. Ist geistgestört, Digga. Digga, PS4 ist ja geistgestört, Junge. Ich weiß gar nicht, wie ich zurückgehen soll, wenn ich diese Welt hier. Ja, eigentlich hätte ich verloren, Chat, ne? Muss man sagen. Ja. War ein krankes Spiel. Und das meine ich, Chat, damit die Leute verstehen. Weil die Leute, die kennen mich ja, die mich seit ein, zwei Jahren abonniert haben und mich nur auf der PS5 kennen, die denken, hey, warum gönnt denn nie den, warum sagt ihr nie, gönnt ihr den Gegner nie? Ja, weil ich wirklich zu 90% nur gegen Scheiße verliere, Digga. Es ist entweder hinten rumgebunkert und dann Linie runterlaufen oder Ballbesitz geschwitzt oder ekelhafte Scheiße, Alter, ne? Du kannst dann nicht GG sagen. Bei ihm, was soll ich bei ihm sagen, Chat? Was soll ich gegen ihn sagen? Er hat vernünftig gespielt, er hat gute Tore gemacht, außer das alte, das war mein Fehler so, mein Fehlpass, so kann er auch nichts dafür. Der hat gute Tore gemacht, das war, ich, man konnte erkennen, er war ein guter Gegner, wenn er gewinnt, was soll ich da sagen? Ich kann ja nicht sagen, ey, was hat Bastard, der hat so eklig gespielt, der hat nicht eklig gespielt, ich kann nichts sagen. Ich kann nur sagen, GGs, du hast gut gespielt. Okay, Chat, kurze, Fazit nochmal. Nochmal zum PS4. Was ich da so denke jetzt mit dem Main-Team hier, also ist ja fast Main-Team, ich habe jetzt ein bisschen durchrotiert, mit denen gespielt. Ich persönlich denke für mich, privat, wenn ich privat spielen würde, nicht on Stream und was die Leute wollen und dies, das, anderes, was gut für den Content ist oder wäre, würde ich wahrscheinlich die PS4-Version spielen. Warum? Es liegt nicht daran, dass wahrscheinlich die Gegner hier leicht besser, schlechter sind. Man kann vielleicht sagen, die Durchschnittsstärke ist hier schlechter, ja. Wenn du um 16, 18, 19 Siege spielst, wirst du wahrscheinlich, wenn du auf beiden Versionen klarkommst, PS4 einfacher diese Ränge holen. Das Ding ist, du musst aber natürlich, wenn du so einen ähnlichen Spielstil hast wie ich, oder so ein Old Gen, also wie damals, sagen wir, FIFA 17 bis 20, wenn du das da gut warst in FIFA, und jetzt zum Beispiel nicht mehr so gut. Und du wirst jetzt zurückgehen. Du wirst das mehr Spaß haben, wirst auch mehr Siege holen. Ja, wenn du sagst, aber ey, ich spiele erst seit 2-3 Jahren FIFA und du kennst nur diese New Gen. Und du gehst jetzt auf die Old Gen. Du wirst dir wahrscheinlich keinen Spaß machen und du wirst wahrscheinlich sogar weniger Siege holen als auf der New Gen, weil es ist einfach, du verstehst das gar nicht. Weil man sieht ja, es gibt hier kein Gebunker. Es ist hier 6er-Kette, also 4er-Kette plus die 2 6er, 8er noch, wo du verteilen kannst. Und das ist meistens 1 gegen 1. Wie gesagt, das war, hätte ich einmal daneben getreten mit meinem IV oder so. Oder falschen Second Man Press gemacht. Er ist durch und dann kann er, ja, ist 1 gegen 1 getort. Da bei PS5, wenn du einmal daneben tackest, kommt der nächste von der Seite. Und meistens verteidigen ja nicht mal manuell. Das ist sogar schlechter, wenn du auf der PS5 manuell verteidigst. So, wenn du sagst, ey, die haben man voll oft erkannt hier. Wenn hier einer nicht manuell verteidigen kannst, ist ein Deck eigentlich zu 99,9% ein Win. Also man muss sagen, die Noobs auf der PS5 haben mehr Chancen, dich hier zu schlagen, wenn du, sag ich mal, 16 Siege holst oder 14 Siege holst, als hier. Weil hier, wenn ein Noob kommt, der schlägt dich nicht. Der schlägt dich von 1000 Spielen vielleicht einmal. Der schlägt dich einfach nicht. Hier ist der Skill Gap für Leute, so für meine Stärke, 14, 16 Siege, gegen die Schlechteren höher als auf der PS5, meiner Meinung nach. Wenn man generell immer 19 Siege holt, dann kann man gucken, diskutieren, wo ist es höher, wo ist es niedriger. Am Ende des Tages, wie gesagt, kann man jetzt, ja, ist es Spielstil abhängig, ja. Man kann sagen, hier kann man wahrscheinlich einfacher die Siege holen, aber auch nur, wenn du damit umgehen kannst. Und sonst musst du gucken, ja. Ja, ich muss gucken, also ich werde Sonntag auch, denke ich mal, die letzten 10 nochmal auf der PS4 spielen. Das wird eine komplette PS4-WL. Weil es gibt keinen Grund, warum ich das auf PS5 zurückgehen soll dieses Wochenende. Und dann nächste Woche mit Tots kommt, können wir mal schauen, überlegen. Mir hat es auf jeden Fall mehr Spaß gemacht, weil, also wir hatten hier auch heute eklige Gegner gehabt, der eine mit der Fünferkette, ja, das ist das Ekelhafte hier, die Fünferkette zum Beispiel, ja, der war trotzdem nicht der Beste, nicht gut, und wir hatten, glaube ich, 6-7 easy Games gehabt, wo ich sage, ich wusste schon vorhin, nach den 10 Minuten, ich werde das Spiel gewinnen, so, wie gesagt, da ist dieser Skill Gap nochmal größer, und da hatten wir halt den einen Schwitzer am Anfang, mit Mbappé und so, ja, ich glaube, im Nachhinein würde ich den sogar besiegen, am Anfang habe ich halt noch nicht gepeilt, wie man das Spiel spielt, so. Und dann haben wir jetzt den letzten Gegner und da war mit Abstand der Stärkste und der war sogar stärker als ich, würde ich sagen. Der hätte eigentlich den Sieg auch verdient gehabt jetzt, hat mir gegönnt. Ich weiß nicht, ob das sein letztes Spiel war oder einfach so gegönnt hat, weil er korrekt ist. Der war der Stärkste mit Abstand und hat auch gezeigt, ja, wie das Spiel aussehen kann. Das war ja, also ich weiß nicht, ihr müsst, ich zeige das jetzt nicht alles in dem Video, wenn ich ein Best-of mache, dann müsst ihr das im Stream nochmal schauen, zurückblicken. So sahen meine Spiele früher aus, so um die Spiele, um Elite 3 früher, ja. So ungefähr sahen die aus. Ein Hin und Her, das sage ich ja, das vermisse ich auf der PS5. Das sage ich ja immer wieder schon seit, muss sagen, über ein Jahr sage ich das schon eigentlich. Ich vermisse das auf dieser PS5, diese Spiele zu haben, wo der Gegner richtig krass ist und wo ich dann, wo mir dann so ein Battle
haben. Der eine ein bisschen höher, also ein bisschen stärker, ein bisschen weniger, aber man battelt sich wie ein Wahnsinniger. Und so ein Spiel zum Beispiel im Nachhinein, wenn ich das verloren hätte, ich hätte so einen Ansporn gehabt, nochmal jetzt mich hinzusetzen und zu trainieren, um auf sein Level zu kommen. Wisst ihr? Und man kann auf sein Level kommen, weil das waren Sachen, das war jetzt nicht Müll. Das war zum Beispiel die Umutbälle, kann ich zum Beispiel jetzt perfektionieren. Dass man vorher triggert und den Umutball spielt. Man kann zum Beispiel ein bisschen mehr R1-Dribbling machen. Die Finesse-Spots, die Ecken kann ich noch verbessern. Ja? Ich kann einiges hier noch verbessern, wenn ich hier bleiben würde, weil ich sehe, was man verbessern kann. Und ich glaube, das wird man umgesetzt bekommen. Bei der PS5 so. Ich spiele schon seit 1,5 Jahren auf der PS5 und mein Level steigt gefühlt nie. Ich weiß nicht, was man da lernen soll auf der PS5. Also, das Einzige, was ich lernen kann, ist halt mehr Bug-Tore zu machen, zum Beispiel Finesse, die kann ich ja schon, oder Trivella, ja. Und, dass man vielleicht, ja, geduldiger verteidigt. Das könnte ich mir vorstellen, weil ich weiß einfach nicht, was ich zum Beispiel auf der PS5 machen könnte, um besser zu werden jetzt. Außer Formation. Formation ist halt so, so krass wichtig, auch auf der 4, ja. Ich sag nicht, dass auf der 4 nicht wichtig ist. Wir haben das Spiel eben am Ende gedreht, weil wir die Formation gewechselt haben. Aber das ist... Ich wüsste, was ich machen müsste, um besser zu werden auf der 4. Auf der 5 weiß ich es einfach nicht. Kurzes Fazit nochmal zu den ganzen Spielern hier. Cafu ist besser auf der PS4 als auf der PS5. Beide IVs waren gut gewesen. Ich würde sogar sagen, Todibo besser als Akanji. Akanji hat manchmal reingeschissen. Carlos ist gut, aber seine Größe machen hier Probleme. Auch mir auf der PS5, weil hier kann man auch flanken. Das kann ich auch lernen, flanken. Ja, hier habe ich das Gefühl, flanken ist auch ein bisschen einfacher zu lernen. Die Flanken haben mich hier manchmal Tore gekostet auf ihn. Nakata ist absolute Maschine, wo ich sage, auf der PS4. Digga, seine Finesse, guck mal, 9 Scorer-Punkte auf der 8. Seine Finesse, absolut geistgestört, Junge. Weil der hat den perfekten Spot. Ich habe das Gefühl, PS4 muss ein bisschen mittiger finessen. Geistgestört, die Pässe geistgestört. Defensiv ist er in Ordnung gewesen. Offensiv hat er genug gemacht auch. Makelele ist gut. Vielleicht sogar PS5 besser als auf hier. Ich fand ihn gut, aber nicht geistgestört. Pelé war crazy gut. Außer sein linker Fuß war geistgestört. Scheiße. Da musst du zum Beispiel Time Finish dann lernen. Ich habe das Gefühl, hier ist doch Time Finish wichtiger als auf PS5, weil da gehen die Schüsse eher noch rein ohne Time Finish. Da hätte ich vielleicht mehr Time Finish Schüsse schießen müssen mit dem linken Fuß. Weiß ich jetzt auch in Zukunft Bescheid. Rechter Fuß geistgestört. R1 Dribbling ist geistgestört, ja. Das habe ich heute auch gelernt. Dieses R1 Dribbling wusste ich die ganze Zeit nicht. Deswegen habe ich auch das erste Spiel auch verloren. Dieses R1 Dribbling ist ja wie das linke Stick Dribbling von früher. Das ist ja geistgestört, wusste ich nicht. Ja. Jao Felix ist geistgestört wegen ich habe dieses Technik Plus ist halt geistgestört auf der PS4. Wenn du R1 nicht spammst, sondern ab und zu immer triggerst, du hast ungefähr das linke Stick-Dribbling von früher. Das ist geistgestört. Kräuf ist gut. A-Train musst du mit klarkommen. Finde ich auf der PS5 besser. Er ist halt nicht so beweglich, ne, hier. Das ist das Problem. Mega Dauze muss ich nochmal testen mit dem R1-Dribbling. Ohne R1-Dribbling war der Müll auf der Version gewesen. Und Ginola war nicht mein Spielertyp auf der 4. Okay, das war eigentlich noch eine kurze Teambewertung.